New York, 31. Oktober 1919. Der Klavierbauer, Unternehmer und Komponist Charles Herman Steinway stirbt. Als Charles Herman die Geschäfte des Klavierbauers 1896 übernimmt, steht die Firma vor dem Bankrott. Sein Onkel William hatte die Geschicke des Unternehmens bis zu seinem Tod bestimmt und sich dabei ganz offensichtlich verzettelt. Die ein paar Jahre zuvor von William Steinway und Gottlieb Daimler in New York gegründete Daimler Motor Company fuhr Verluste ein. Der Bau eines Eisenbahntunnels war ein reines Zuschussgeschäft und auch mit seinen Immobilienspekulationen verlor Charles Onkel William Geld. Dazu stagnierte das Kerngeschäft, der Bau von Klavieren. Eine Wirtschaftskrise hatte Ende des 19. Jahrhunderts Amerika fest im Griff. Charles Herman Steinway wird 1857 geboren in New York. Zur Schule geht der junge Karl Hermann aber in Berlin. Erst mit 13 kommt er zurück in die Staaten. Und weil sein Vater früh verstirbt, nimmt sein Onkel William, der Steinway-Patriarch, ihn unter seine Fittiche. Sicher auch mit dem Hintergedanken, dass Charles Herman ihm eines Tages nachfolgen sollte. Und tatsächlich zeigt der junge Steinway Talent. Und das nicht nur als Geschäftsmann. Über 40 Klavierstücke veröffentlicht er im Lauf seines Lebens und er spielt sie teilweise sogar selbst ein. Denn, um Steinway nach dem Tod seines Onkels vor dem Untergang zu retten, erschließt Charles Herman neue Geschäftsfelder. Er tut sich mit der Freiburger Firma Welte zusammen, die ein neuartiges Selbstspielerklavier entwickelte. Steinway lieferte die Klaviere und Flügel, Welte und Söhne die Selbstspielermechanik. Und weil der Herr Steinweg so ein guter Geschäftspartner ist, darf Charles Herman gleich mehrere seiner Kompositionen für das Welte Mignon Reproduktionsklavier einspielen. Unter anderem seine 4 Albumblätter. Als Charles Herman Steinway mit 62 Jahren stirbt, wahrscheinlich an der spanischen Grippe, hinterlässt er, anders als sein Onkel William, ein blühendes Unternehmen. Mit einem Image, von dem die Marke noch heute zehrt. Denn auch für den Werbespruch Steinway, the instrument of the immortals, das Instrument der Unsterblichen, ist Charles Herman verantwortlich.